Hi Leute, heute noch ein ganz kurzer Aufruf, damit das Video morgen nicht so lange hochlädt. Und zwar geht es darum, dass wir am nächsten Montag streichen werden. Also der Maler kommt und wird streichen. Und ja, ihr wisst ja, dass wir so ein bisschen plastikreduziert arbeiten wollen. Und ein paar Kompromisse mussten wir auch schon machen. Zum Beispiel Farbeimer sind nur mal einfach aus Plastik und so weiter. Allerdings, was ich auf keinen Fall möchte, ist Folie kaufen zum Abdecken der ganzen Möbel zum Streichen. Das möchte ich auf keinen Fall. Also das ist eigentlich nur die Folie, die man kauft, damit Krepppapier festmacht und dann wird gestrichen, dann wird die Folie weggeschmissen. Das möchte ich auf keinen Fall. Die Alternative sind natürlich Laken und Bettzeug und so weiter, die man einfach da auslegen kann. Das Blöde ist, wir haben kaum genug. Ja, wahrscheinlich haben wir einen Laken vielleicht, wenn es hochkommt überhaupt. Also wenn ihr in Rostock wohnt und uns gerne unterstützen wollt bei dieser Aktion Plastikfrei streichen, dann kommt zu uns, bringt uns eure alte Bettwäsche, die ihr vielleicht nicht mehr braucht, die ihr sowieso schon Jahre nicht mehr benutzt habt, die bei euch im Keller liegt und die ihr sowieso nur noch wegschmeißen würdet oder so. Ja, wir entsorgen die sozusagen für euch und nutzen die davor noch, um einfach ein bisschen Plastikmüll zu sparen. Und wenn ihr in der Nähe wohnt und vielleicht auch einfach viel habt und kein Auto habt und ich soll das abholen, dann meldet euch auch einfach und dann komme ich auch morgen oder die nächsten Tage zu euch und hole das ab. Ja, wie gesagt, Montag streichen wir, also bis dahin müsste auf jeden Fall genug hoffentlich da sein. Ja, wir brauchen eine ganze Menge. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, dann bis die Tage wieder. Tschüss!